Willkommen zu der Quark Express Masterclass Trainingsserie, den fünften Teil Produktion. Mein Name ist Matthias Günther und ich werde Sie heute durch die Themen PDF, PDFX und Farbmanagement auf Englisch CMS führen. Diese Training Session ist eine aufgezeichnete Session und wie bei den letzten Malen starten und stoppen Sie jederzeit die aufgezeichnete Klasse, wie Sie es mögen. Also wenn Sie ein Telefonat zwischendurch kriegen, einfach kurz anhalten und dann weiterlaufen lassen. Sie haben die Kontrolle über dieses Video, was ca. 30 Minuten dauert. Während dieses Videos, was Sie selber abspielen, sind wir live da. Das heißt, Sie können jederzeit in der Webinar Software uns Fragen stellen, wir werden sie sofort beantworten, beziehungsweise gerne auch danach. Bitte stellen Sie keine Tech-Support-Fragen, ich weiß, die hätte man gerne beantwortet, aber typischerweise sind die zu speziell, um diese in einem Webinar zu beantworten. Ich zeige Ihnen am Ende Support-Optionen, wie Sie Ihre Fragen beantwortet bekommen. Das ist die Quark Express Masterclass, das heißt keine Wiederholung eines Handbuchs, das sollten Sie vielleicht zusätzlich dazu lesen. Wir wollen hier in dieser Masterclass Ihnen Tipps und Tricks geben, vielleicht Sachen, die Sie noch nicht kennen. Wenn doch, dann sind Sie wahrscheinlich ein Quark Express Meister. In den letzten Sessions haben wir sehr gutes Feedback bekommen, dass doch für jeden etwas dabei war, was man vielleicht doch noch nicht kannte. Ich werde Ihnen hier Quark Express 10.2.1 zeigen. Die meisten der Beispiele, die ich Ihnen zeigen werde, funktionieren aber auch in vorherigen Versionen, also zum Beispiel 7, 8 oder 9. Ich glaube, ich habe ein einziges Beispiel, was nur in 10 funktioniert. Was ich Ihnen heute zeigen werde, sind mehrere Themen. Zum einen die drei Wege, wie man PDF exportiert aus Quark Express. Dann gehen wir kurz auf die Optionen des PDF-Exports ein, also was sind die wichtigen Sachen, die man sich im PDF-Export auf jeden Fall einstellen sollte. Wir werden ganz kurz zeigen, wie man das Farbmanagement in drei einfachen Schritten aufsetzt. Dann gehen wir zum PDFX über. Wie erstellt man sowas auch aus Distiller? Wir werden noch ein Ansichts-PDF, also etwas, was nur für Download-Zwecke oder für Online-Zwecke erstellt worden ist, wie man das eben erstellt, so ein Ansichts-PDF. Und dann ganz zum Schluss, und das ist das einzige Feature, was nur in Quark Express 10 funktioniert, wie ich ein gesamtes Buch, also aus verschiedenen Kapiteln, auch gerne aus verschiedenen Dateien, in ein einzelnes PDF exportieren kann. Schauen wir uns als erstes an, welche Wege gibt es, um ein PDF aus Quark Express zu exportieren. Der typische Weg, vor allem wenn Sie aus Quark Express 3 oder 4 noch kommen, dann hat man früher einfach gedruckt, entweder an den Distiller oder über das Betriebssystem oder wie auch immer. Aber man hat auf jeden Fall den Druckdialog genommen und da kann ich Ihnen einfach nur von abraten. Also auch wenn Sie noch einen Distiller-Drucker haben, an den Sie drucken können, oder Sie gehen hier auf Drucker und nehmen die OS-Funktion, um PDF zu erstellen, das kann ich Ihnen nicht empfehlen. Das liegt auch daran, dass natürlich Quark Express jetzt denkt, Sie wollen ein Druckdokument erstellen mit PPDs, die da drin sind, die einfach heutzutage in PDFs nichts zu suchen haben. Deshalb, es ist zwar ein Weg, wie man das machen könnte, aber ich kann Ihnen nur davon abraten, diesen Weg zu gehen. Der zweite Weg ist, wenn Sie sagen, ich möchte aber trotzdem über PostScript gehen, ich möchte vielleicht einen Distiller benutzen, dann sollten Sie den PDF-Export nehmen, auch wenn Sie ein PostScript erzeugen wollen. Als erstes gehen Sie dazu in Vorgaben, gehen in den Vorgaben in den Bereich PDF und sagen, ich möchte gerne eine PostScript-Datei für späteres Destillieren erzeugen. Sie können auch einen Kontrollordner verwenden, dass Sie automatisch da reinspeichern. Das mache ich in dem Moment jetzt hier nicht. Das zeige ich Ihnen einfach mal, wie das geht. Ich sage, okay, ich gehe über, ich mache meinen Tastenkürzel, Befehl Option P. Und dann sehen Sie eben schon, ich bekomme hier ein PDF-Demo-File, PS, also wirklich ein PostScript-File, das ich hier erzeuge und dann später über den Distiller als PDF erstellen kann. Und der dritte Weg, den ich für den besten halte, wenn man nicht gerade zentralisierte Distiller-Vorgaben hat, Distiller-Einstellungen hat, ist das PDF direkt aus Quark Express zu erstellen. Also einfach Tastenkürzel drücken oder exportieren, Layout als PDF. Und dann sehen Sie hier, wenn ich die Präferenz umgestellt habe, dann erzeuge ich auch wirklich ein PDF-File und kein PostScript-File direkt aus Quark Express. Das sind also die drei Wege, wie man ein PDF erstellen kann. Und jetzt lassen Sie uns mal ein PDF erstellen. Ich habe zum einen hier unten Optionen. Also ich habe hier nur ein File, was
eine einzige Seite hat, aber ich könnte natürlich hier auch eingeben Seite 1 bis 20 oder eben alle. Ich habe hier meine aufgezeichneten PDF-Stile, also die quasi in QuickExpress vorgefertigt sind. Die kann ich natürlich benutzen, aber ich würde Ihnen trotzdem empfehlen, ein auf Sie zugeschnittenes PDF-Ausgabestil zu benutzen. Und das versteckt sich hier in den Optionen. In Optionen kann ich bestimmte Sachen einstellen. Ich sage wieder den vorgefertigten PDF-Stil nehmen oder PDF X1A oder X3 einstellen. PDF X4 wird hier nicht angeboten, aber das zeige ich Ihnen gleich, wie man PDF X4 aus QuickExpress erstellt. Und dann habe ich hier die ganzen Bereiche, die sich um PDF kümmern. Wichtig sind eigentlich nur drei Bereiche, wenn Sie ein PDF erstellen in Optionen. Zum einen Komprimierung. Ganz wichtig hier zu verstehen, wir sprechen hier über die Komprimierung, nicht über die Qualität. In Distiller zum Beispiel oder Acrobat wird über Qualität geredet. Und natürlich ist hier in QuickExpress eine hohe Komprimierung eine schlechte Qualität. Vor allem, wenn Sie eben eine JPEG-Komprimierung nehmen, dann werden Sie eben Artefakte nehmen. Also für ein Print-PDF unbedingt eine niedrige Komprimierung nehmen. Und ich würde Ihnen empfehlen, zu automatisch ZIP-JPEG niedrig. Das heißt, QuickExpress entscheidet selber, welche Komprimierung am besten ist für die Bilder. Eine ZIP, also eine verlustfreie, oder eine JPEG mit einer ganz leichten Verlustbehaftung, was aber normalerweise nicht auffällt. Natürlich sollte man wie immer im Print sich einen Proof angucken, ob das auch wirklich nicht auffällt, aber typischerweise kann man dazu raten. Wenn Sie das nicht wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, auf jeden Fall die manuelle ZIP-Komprimierung verlustfrei zu nehmen. 8-Bit auf jeden Fall, nicht die 4-Bit, die ist verlustbehaftet, sondern die 8-Bit hier. Also ich nehme mal die hier, dann das gleiche für Graustufenbilder, auch hier niedrige Komprimierung, gute Qualität und für Monochrombilder die ZIP-Komprimierung. Text- und Strichzeichnung komprimieren, ASCII nur dann nehmen, wenn Ihr Ausgabegerät nicht mit binären Formaten zurechtkommt. Und dann natürlich, und das ist ein bisschen Geschmackssache, auch hängt davon ab, welche Bilder Sie hier eingeladen haben, wollen Sie das Ganze downsamplen auf eine bestimmte PPI-Zahl, also 400 ppi Bilder, daneben auf 300 ppi Downsample. Also der erste Bereich, Komprimierung, ganz wichtig im PDF-Export. Der zweite ist Farbe. Natürlich nimmt man im PDF typischerweise Composite-Auszüge, macht eigentlich heutzutage gar keinen Sinn mehr, vor allem nicht im PDF-Workflow. Und dann haben Sie hier Ihre Einstellungen, die quasi Ihre Farbeinstellungen sind für den Export. Da werde ich Ihnen gleich beim Farbmanagement-Thema zeigen, wie man eigene erstellt. Wenn Sie ein PDF X4 zum Beispiel erstellen, können Sie hier ganz einfach unverändert nehmen. Also der zweite Bereich. Ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, eine eigene Einstellung zu definieren, die das ICC-Profil für Ihr Ausgabegerät dann auch enthält. Ansonsten eben unverändert nehmen. Und der dritte Bereich, der ganz wichtig ist, ist der Transparenzbereich. Zum einen eben möchte ich Transparenz nativ exportieren, also unverflacht, ganz wichtig für PDF X4 Workflows, oder möchte ich Transparenz reduzieren. Wenn ich hier die Überprüfung einstelle für PDF X1A, die reduzierte Transparenz erfordern, dann ist diese Option hier ausgegraut, die kann ich nicht mehr auswählen. Oder andersrum gesehen, wenn Sie sagen, wieso ist denn diese Option hier ausgegraut, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass Sie X1A oder X3 eingestellt haben. Einfach wieder auf Keine gehen und dann das Ganze hier nativ exportieren, also unverflachte Transparenz bzw. reduziert. Und lassen Sie uns einfach mal die zwei Optionen ausprobieren. Also zum einen, ich habe hier die Komprimierung genommen, ich habe die Farbe für unverändert genommen und jetzt mache ich bei Transparenz nativ. Dafür will ich mir einen eigenen PDF-Stil einstellen, gehe ich hier unten einfach in neuer PDF-Ausgabestil und den nenne ich meiner nativ. Okay, dann sage ich hier okay, da unten taucht er auch auf und jetzt sage ich pdf-demo-file.de nativ. Das Ganze als PDF. So, und jetzt ein zweites PDF, was ich erstellen möchte. Da gehe ich in die Optionen hier hinein. Sie sehen hier in meinem PDF-Stil meiner nativ. Ich nehme genau den gleichen. Und die einzige Änderung, die ich jetzt mache, ist in Transparenz. Ich sage Transparenz reduzieren. Und damit ich das wieder aufrufen kann, sage ich auch hier
neuer Ausgabestil und das ist jetzt meiner flach. Okay? Sage ich okay und nenne das Ganze eben auch hier pdfdemofile.de flach. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal in Acrobat an. In Acrobat nehme ich einfach mal das Werkzeug, um Texte und Bilder zu bearbeiten und ich schiebe einfach mal hier das Bild hoch und Sie sehen, dass dieses kleeblattartige Element, dieses rote Element, dass das eine Live- oder eine native Transparenz oder Opazität hat. Das heißt, Sie können hier das Bild immer noch drunter her sehen. Das war das Demo-File mit der nativen Transparenz. Wenn ich mir jetzt das Demo-File mit der verflachten Transparenz ansehe und ich mache genau das Gleiche, ich nehme hier mein Werkzeug und schiebe das Ganze einfach mal hoch, dann sehen Sie, dann hat sich jetzt hier in diesem Fall die Transparenz, oder was so aussieht wie Transparenz, richtig reingebacken. Also hier gibt es keine echte Transparenz mehr, es wurden nur Elemente erzeugt, die so aussehen, als wären sie transparent, wenn ich die Bilder nicht verschiebe. Welches ist jetzt besser? Das kann man so pauschal nicht sagen. Sie sollten die verflachte Transparenz nehmen, wenn Sie ältere Ausgabegeräte haben, die mit nativer Transparenz nicht zurechtkommen. Und generell kann man sagen, ist native Transparenz eigentlich besser, weil die Files kleiner sind. Sie haben weniger Schwierigkeiten mit Stitching, sogenannten Anpassungslinien, die eben auftauchen, wenn Sie Transparenz verflachen. Also im Großen und Ganzen tendiert man im modernen Workflows eigentlich dazu, native Transparenz zu erzeugen. Und so funktioniert das eben jetzt auch gerade aus QuarkXPress verflacht oder unverflacht. Natürlich, wenn Ihr Drucker zum Beispiel sagt, ich brauche einen PDF-X1A oder PDF-X3, dann müssen Sie verflachte Transparenz nehmen, einfach weil diese Standards keine native Transparenz unterstützen. Der X4-Standard wäre der Standard, der die native Transparenz hat. Jetzt haben wir eben gesehen, wie man auch aus QuarkXPress mittels Acrobat über PostScript PDF-Files erstellen kann. Und die meisten Leute werden Ihnen sagen, dass man in PostScript keine Transparenz benutzen kann. Das ist bedingt richtig. PostScript kann Transparenz transportieren. Das heißt, Sie können auch native Transparenz aus QuarkXPress über Distiller, also über PostScript erzeugen. Wie mache ich das? Ganz einfach, Sie gehen wieder zurück in QuarkXPress. Sie setzen hier die Präferenz eben zurück, dass Sie sagen, ich möchte das Ganze als PostScript-Datei erstellen das Ganze als PostScript und dann gehen Sie in Ihren Distiller und was Sie brauchen ist, Sie brauchen einen Ausgabestil. Ich habe ihn einfach mal hier Avenir genannt, der diese native Transparenz auch unterstützt. Also typischerweise finden Sie diese Transparenz, ich gehe einfach mal hier zu meinem Ordner, in einem bestimmten Ordner, also die Distiller-Settings finden Sie da, in Macintosh HD Library, Application Support, Adobe PDF Settings. Und da habe ich meine Avenir Job Options, da habe ich mir einfach irgendwelche Job Options, die ich vorher erzeugt habe, genommen, die dupliziert und habe in diesen Job Options den Parameter Allow Transparency True eingefügt. Und dann werden eben auch die Transparenzinformationen über PostScript in das resultierende PDF geschrieben. Gut, was schauen wir uns als nächstes an in QuarkXPress? Wir haben die drei Exportmöglichkeiten gesehen, wir haben Transparenzen exportiert und uns die Optionen angesehen. Wie geht es jetzt weiter? Ich hätte eingangs gesagt, als wir uns die Optionen angesehen haben, Sie sollten auf jeden Fall Ihre eigenen Farbmanagement-Optionen nehmen. Und Farbmanagement ist gar nicht so schwierig einzustellen im ersten Schritt. Natürlich kann man das verfeinern, aber es gibt eigentlich drei Schritte, die man beachten sollte. Als erstes gehen Sie in Bearbeiten, Farbeinstellungen, Ausgabe. Hier gebe ich quasi ein, was mein Drucker oder mein Ausgabegerät kann. Also ich erstelle hier ein neues und sage zum Beispiel mein Drucker CMYK, dass ich hinterher auch weiß, was für eine Ausgabeeinstellung das ist. Und ich nehme hier vielleicht ein ECI-Profil, deshalb gebe ich das in Klammern auch noch an. Modus Auszüge mit InRib-Auszügen, klar kann man machen, moderne Workflows nehmen Composite, ich will hier keinen Graustufen, ich will hier ein CMYK und jetzt kommt genau das Wichtige, jetzt werden alle ICC-Profile angezeigt, die solche Ausgabemodelle, also CMYK, CMYK unterstützen und da nehme ich zum Beispiel ein Euroscale Uncoated V2,
Und Volltonfarben möchte ich nicht zu Prozessfarben umwandeln. Und dann habe ich meine Ausgabeeinstellungen bearbeitet. QuickExpress zeigt Ihnen also hier alle im System vorhandenen ICC-Profile an, deshalb vorher installieren. Sage ich okay und dann ist das Ganze hier schon. Das war mein erster Schritt, meine Ausgabeeinstellungen quasi zu erzeugen. Zweiter Schritt, ich gehe in meine Vorgaben und ich überlege mir, ob ich Vektordaten, also PDF oder EPS oder AI, ob ich die Farbmanagement möchte. Normalerweise möchte man das nicht, weil oft, wenn ich in CMYK gehe, habe ich die schon richtig eingestellt. Wenn ich das möchte, entweder ohne Dokument im Default Drucklayout erzeugen oder einstellen oder jetzt hier, wo ich schon Drucklayout habe, in den Farbmanager gehen und dann sagen, ja, ich möchte Vektordaten auch farbmanagen. Das möchte ich hier in dem Fall nicht, also lasse ich es, wie es ist. Das war meine zweite Einstellung. Und die dritte, einfach PDF exportieren. Und in meinen Optionen unter Farbe genau diese MeinDrucker CMYK ECI auswählen und dann das Ganze exportieren. Und damit bin ich eigentlich schon fertig. Also die drei Schritte brauche ich nur zu beachten, um Farbmanagement-Einstellungen in QuickExpress einzurichten. Natürlich kann man das Ganze noch verfeinern, indem man jetzt eben für Proofing, also für Soft-Proofing am Bildschirm die Einstellungen benutzt. Aber das sind eigentlich so die drei Schritte, die Sie sich merken sollten. So, jetzt will ich aber doch ein PDF-X4 erstellen. Das haben wir ja eben gesehen, gibt es nicht in den Optionen hier. Das heißt, ganz wichtig, wenn ich ein PDF-X4 erstellen möchte aus QuickExpress, ich kann mit QuickExpress 10 PDFs erstellen, die den Gantt Workgroup, also den GWG Output Suite V4 Test erfüllen, also im Prinzip X4 Dateien sind, aber nicht zertifiziert sind. Das heißt, was ich hier machen sollte, ist, gehen Sie in Farbe, sagen Sie Composite unverändert, gehen Sie in Transparenz, stellen Sie das Ganze auf Nativ exportieren ein und dann werde ich einfach mal hier mein PDF-File erzeugen. Ich nenne das einfach mal PDF-Demo-File.dex4. Mache ich das Ganze sichern und dann schreibe ich das hier hinaus. Das heißt, jetzt habe ich ein X4-kompatibles File, das aber noch kein PDF-X4-File ist. Nächster Schritt, ich gehe in Acrobat. Und in Acrobat, ich habe hier ein englisches Acrobat, im Deutschen ist es aber genauso, gehe ich in Bearbeiten, Preflight und hier habe ich eben die verschiedenen Profile. Ich habe mir einen eigenen erstellt. Ich will ja ein ECI-kompatibles PDF-X4 machen und da sage ich einfach analysieren und fixen und schreibe das Ganze jetzt eben in das PDF-File hier pdf-demo-file.dex4 überprüft hinein. Sag exportieren, fertig, aus. Und jetzt sehen Sie eben, dass Acrobat da quasi ein gültiges PDF-X4 rausgemacht. So, was, wenn ich jetzt ein Screen-PDF erstellen möchte, also ein PDF, was nur für Ansichtszwecke oder online oder sowas verfügbar ist. Möglichst klein, kleine Dateigröße und ich möchte natürlich, dass die interaktiven Elemente auch interaktiv bleiben, wie zum Beispiel Hyperlinks, also URLs und ich möchte gerne Lesezeichen haben, die klickbar sind. Wie erstelle ich das jetzt? Ganz einfach, ich sage hier zum einen exportieren als PDF, wie eben auch, und gehe jetzt hier in Optionen. Und für so ein Screen-PDF, da möchte ich gerne natürlich zum einen Hyperlinks erzeugen. Also eine ganz wichtige Sektion hier für Screen-PDFs. Ich möchte Hyperlinks einschließen. Ich möchte Listen als Lesezeichen exportieren. Da habe ich eine neue Liste erstellt, die zeige ich Ihnen gleich noch. Sage okay, Farbe möchte ich natürlich möglichst RGB erstellen. Und die dritte Sache, die ich möchte, ist, ich möchte native Transparenzen haben, weil es einfach kleiner ist und ich habe auch keine weißen Striche durch Stitching, also durch Anpassungen, wo die Transparenz verflacht wird. Also die drei Bereiche wichtig für ein Screen-PDF, sagen wir okay, und nenne das Ganze einfach pdf-demo-file-screen.de und exportiere das einfach mal und schauen wir uns das an, wie das auch aussieht. Also ich schaue mir das wieder in Acrobat an und was ich jetzt eben hier sehen kann, wenn ich das vielleicht mal ein bisschen kleiner mache, dann können Sie sehen, habe ich hier zum einen meine Seiten exportiert. Ich habe hier eine URL, wenn ich auf die klicke,
Dann sehen Sie, würde eigentlich Acrobat die URL öffnen, aber ich bekomme diese Sicherheitsabfrage, die ich typischerweise bejahen sollte. Das lasse ich mal. Ich habe meine Lesezeichen, die hier auch drin sind und die klickbar sind. Also Seite 3 nicht, Seite 2 Intro, erste Seite, vierte Seite und hier ist auch die Liste, also quasi das Inhaltsverzeichnis, was ich benutzt habe, um diese Lesezeichen, diese Bookmarks automatisch zu erstellen. Wie habe ich das in QuarkXPress gemacht? Ganz einfach. Also das erste, was ich eben gemacht habe, war dieser Hyperlink hier. Da habe ich das Fenster Hyperlinks genommen und da eben eine URL erzeugt, die hier Quark heißt, mit www.quark.com, dass ich da hinspringe. Und auf Seite 4, da habe ich eine Liste erstellt, also ein Inhaltsverzeichnis mit der Listenpalette. Einfach gesagt, ich möchte alles, was Überschrift, also hier den Seitenkopf hat, möchte ich gerne in eine Liste aufgenommen haben. Und QuarkXPress hat mit diesen PDF-Einstellungen, die ich gerade benutzt habe, das Ganze automatisch und interaktiv ins PDF reingeschrieben. Und weil ich es eben klein gemacht habe, kann man auch sehen, mein Screen-PDF ist hier relativ klein im Vergleich zu meinem PDF X4 überprüft. Also habe ich genau das erreicht, was ich eben möchte. Ich hätte noch den Zoom-Level einstellen können. Da können wir noch mal ganz kurz reingucken. Also wenn ich hier im PDF exportieren gehe, Optionen, kann man natürlich in Hyperlinks auch noch sagen, ich möchte gerne, dass es angepasst wird, also der Zoom auf die Breite oder auf die Länge anpassen, beibehalten oder aufs Fenster anpassen, dass eben auch alles reinpasst. Und das finden Sie alles hier in den Hyperlinks. Gut, damit sind wir fast fertig. Eine Sache möchte ich Ihnen noch zeigen, und zwar, wie man aus einem Layout oder aus mehreren Layouts ein Buch erstellt und aus diesem Buch, was mehrere Dateien sein können, mehrere Projekte oder ein Projekt auch mit unterschiedlichen Seitengrößen, ein PDF erzeugt. Und was ich jetzt hier habe, ist ein Projekt, also eine Datei. Es könnten natürlich auch mehrere sein, aber ich wollte einfach mal zeigen, dass es auch mit einer Datei geht, mit drei Layouts. Ich habe hier einen Titel, ein A4, ich habe hier Text auf Seite, also quasi hier eine A3-Seite im zweiten Layout, A4, A3 und dann habe ich hier nochmal ein Querformat in A4. Und das Erste, was ich mache, ist, ich werde ein Buch erstellen und das ist die neue Buchfunktion, die es eben nur in QuarkXPress 10 gibt und das nenne ich jetzt einfach mal Buch, speichere das da und jetzt füge ich meine Bücher hier hinzu, zu dieser Palette, jetzt füge ich hier Kapitel zu meinem Buch hinzu und das können jetzt verschiedene Layouts sein, aber ich nehme hier einfach mal man sieht hier unten die drei Layouts des Projektes, was ich hier offen habe und die füge ich nun alle hinzu. Das zeigt mir jetzt die Buchpalette auch an, also ich habe hier meinen Titel, Text auf A3, Seite, Querformat, alle hinzugefügt. Wie gesagt, das könnten auch verschiedene Projekte sein. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ich muss hier oben die Checkbox anklicken, sagen einzelne Datei und dann exportiere ich das Ganze hier auch als PDF. Und das nenne ich einfach mal mein Buch PDF und sage hier sichern. Und jetzt werden hier alle drei Layouts als ein PDF exportiert. Und das schauen wir uns mal an. Wenn ich mir das hier in Preview ansehe, sehen Sie schon alles zusammen drin. Schauen wir uns das Ganze auch nochmal in Acrobat an. Dann kann ich hier sehen, wenn ich das Ganze mal ein bisschen kleiner mache. Hier oben ist mein A4 im Hochformat. Dann kommt mein A3 im Hochformat. Und als letztes kommt mein A4 im Querformat. Also wirklich alle Layouts in das gleiche PDF reingeschrieben, obwohl ich unterschiedliche Seitengröße hatte. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Klasse. Ich habe Ihnen die drei Wege gezeigt, wie man PDF exportieren kann. Ich dachte, einen sollten Sie nicht nehmen. Die Optionen des PDF-Exports, die wichtigsten, haben wir uns angesehen. Drei Stück. Farbmanagement, wie man es aufsetzt, auch drei Schritte. Wir erstellen Sie in PDFX auch über Distiller oder direkt aus QuarkXPress, auch in X4, auch wenn es keinen direkten Weg bis jetzt gibt, aber mit Acrobat kann man ein PDF X4 erstellen. Wie man ein Ansichts-PDF oder ein Screen-PDF erstellt, auch hier wieder drei ganz wichtige Bereiche, die man beachten muss. Und zum Schluss, und das war das einzige Feature, was nur in QuarkXPress 10 funktioniert, haben wir Ihnen auch gezeigt, wie man ein einzelnes PDF aus einem Buch exportieren kann und das Buch kann entweder aus den Layouts einer
einzelnen QuarkXPress-Datei bestehen oder aus Layouts von ganz vielen verschiedenen QuarkXPress-Dateien. Das habe ich nicht gezeigt. Ich habe auch wieder Spickzettel erstellt. Das heißt, Sie bekommen, nachdem diese Aufzeichnung live ist, auch diese Spickzettel, damit Sie wissen nochmal, was wir gezeigt haben, das schneller nachlesen können. Wenn Sie nun Fragen haben und Sie haben keine Fragen während dieser Session gestellt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Schreiben Sie einfach in das Q&A-Feld der Webinar-Software Ihre Frage und wir sind live dabei und beantworten die jetzt sofort. Wie gesagt, keine Fragen zum technischen Support. Unterstützung können Sie hier unter diesen URLs bekommen. Und ja, nicht vergessen, nächste Lektion am 29. Oktober. Die letzte Ausgabe, E-Book-Produktion. Wenn Sie noch eine Idee für ein Thema haben, lassen Sie uns das wissen. Vielleicht machen wir noch ein 7. Webinar. Wir haben sehr gutes Feedback über diese Reihe bekommen und vielleicht machen wir was zu Weihnachten. Lassen Sie uns einfach wissen, ob Sie noch Themen haben, über die wir gerne eine Masterclass abhalten sollen. Ja, und dann bleibt mir eigentlich noch Ihnen zu danken für Ihre Zeit und hoffe, Sie haben viel Spaß gehabt. Auf Wiedersehen.